Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja. Koste meine Klinge. Och, die Kinder sind hier etwas laut, deswegen gehen wir direkt schon mal zu unserer ersten Quest heute. Angesichts der Weltenernte und des Krieges waren alle sehr beschäftigt. Ich habe mich um ihre Kinder gekümmert. Diese Kinder haben so viel Energie, ich kann sie kaum bändigen. Ich habe ihnen versprochen, heute mit ihnen zu spielen. Und alles, was sie möchten, ist Thirayn spielen. Man wirft mich doch nicht ins Gefängnis, weil ich seine Majestät verkörpere, oder? Falls es nicht so viel Mühe ist, könntest du dann wohl mit dem gelangweilt aussehenden Kind dort drüben spielen? Okay. So eine Quest hatten wir tatsächlich noch nie. Die arme Neria ist weinend zu einem Stein geworden. Echt? Du willst mit mir spielen? Ja, juhu, dann bin ich Thirayn und du darfst Schericht sein. Auf die Plätze, fertig, los. Ich bin Thirayn. Im Namen der Gerechtigkeit, schändlicher Regent. Will auch Thirayn sein. Werde ich dich bestrafen. Also irgendwas stand da jetzt gerade mit I, aber... Böser Schericht, koste meine Klinge. Hey, pass auf. Oh. Das ging fast ins Auge. Ich will auch Thirayn sein. Also da stand... Hallo, ja. Leute, ich wollte mich nur bewegen. Mehr wollte ich gar nicht. Irgendwas sollte ich aber doch jetzt mit ihm machen. Das geht nicht. Nur, ja. Meine Klinge. Tu so, ach so, als würdest du vor dem gelangweilten Kind kapitulieren. Ah, okay. Kapitulieren. Habe ich das hier drin? Das geht nicht. Habe ich nicht drin? Das ist dein Ende! Okay, wir gucken mal unter den Notes selber. Koste meine Klinge! Kapitulieren. Hey, pass auf! Das ging fast ins Auge! Kapitulieren habe ich hier gar nicht drin. Das geht nicht! Jo. Aufgeben habe ich, ja. Das ist dein Ende! Oh, nee, Moment. Böser Schericht. Ich will auch Thirayn sein. Das geht nicht. Sprich mit dem gelangweilten Kind, okay? Das ging fast ins Auge. Wow, das war toll. Ich hatte so viel Spaß. Naja. Bitte spiel wieder mit mir, versprich es. Okay. Ihre Ruhestätte zerfiel zu einem Aschehaufen. Naja. Die arme Neria ist weinend. Muss man machen, diese Quests? Kann man machen, muss man aber nicht, meine ich. War das nicht ermüdend? Es ist unmöglich, mit diesen Kindern mitzuhalten. Ich hoffe, diese Kinder können in einem friedlichen Luterra aufwachsen. Ja, das war jetzt nicht so besonders viel. Das heißt, dass wir hier eigentlich fertig sind. Sammle das Adlersiegel. Ach so, auf Burg Luterra ein. Ach, wir sollten gar nicht zum Wald. Das geht nicht. Nö. Dann würde ich sagen, Burg Luterra, genau, hier, dass wir das Lied spielen. So, die Frage ist, wo sollen wir jetzt hier was einsammeln? Das ist das... Ja doch, aber mit ihm muss ich trotzdem auch sprechen. Dann... Müssen wir erstmal gucken. Da müssen wir einfach nur gerade auslaufen. Da sind wir. Okay. Dann machen wir das doch eben. König, wo seid ihr? Mein König, ich bin erkältet und möchte dies weitergeben. So. Du hast das Grab des Königs gefunden. Ich wusste, du schaffst das. Ja klar, wer denn sonst? Nie zuvor wurde es entdeckt. Ich würde liebend gern mit dir gehen, doch ich kann den Palast nicht verlassen. Bitte sieh dich dort an meiner Stadt nach. Hier ist das Adlersiegel der königlichen Familie. Damit und mit dem Schwertsiegel solltest du das Grab des Königs öffnen können. Möge der Segen des Königreiches mit dir sein. Ja, und wo kriege ich jetzt das andere her? Ah, jetzt soll ich doch zum Wald. Oh.
Euer Ernst? Na gut. Ja, von wegen Respekt und höflich kann ich ja immer noch nicht, soweit ich weiß. Also zumindest habe ich nichts dazu bekommen. Deswegen müssen wir das leider noch offen lassen. So, jetzt muss ich mal entscheiden. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Damit kannst du leichter durch die Keller reisen. Ja. Ich habe die länger nicht mehr benutzt, aber wieso kann ich jetzt das Ding nicht benutzen hier? Dann würde ich sagen, ich suche mal eben auf der Karte unseren Zielort und ja, schalte euch gleich wieder hinzu. Ja, nachdem ich es dann irgendwie geschafft habe... Ach nee, Moment, ich muss runter. Nachdem ich dann festgestellt habe, dass ich es irgendwie geschafft habe, hier überhaupt gar keinen Triporter zu aktivieren, bin ich dann mal zu Fuß gelaufen. Oh, wenn man zu sehr auf der Karte nachguckt, wie man reitet und dann überall gegenstößt. Ja, das heißt dann für uns, dass wir mal kurz... nein, mit euch will ich nichts zu tun haben. Dass wir mal kurz quasi die Map erkunden oder nochmal erkunden. Wir sind ja eigentlich überall, glaube ich, schon hier rumgelaufen. Und entsprechend... Ach so, Moment, ich sehe gerade, ich soll gar nicht direkt in den Wald reingehen. Oh, was ist das denn hier schon wieder für ein Ort? Ich soll gar nicht direkt in... Oh. Nicht direkt in den Wald reingehen, das wollte ich eigentlich sagen. Sondern erstmal zur 2. Warum hier zur 2? Was bist du? Ich habe schon lange keinen Fremden mehr hier gesehen. Was führt dich her? In den Wald willst du gehen? Das darfst du nicht. Auf keinen Fall. Zahllose Narren wagten es vorzudringen, nur um ihren Realitätssinn zu verlieren. Es geschah meinem Vater, nachdem er hineinging, um ein Relikt oder so etwas zu suchen. Oh, Vater. Ach, ich habe da keine Probleme mit. Was ist denn mit dir hier? Der Geist ist da drin. Er sah mich. Er stahl das Relikt. Sei verflucht, Nahum. Ich schätze, das wird dann der Vater sein. Da ist hier noch eine Badengeschichte. Wenn du dem immer noch nachjagen willst, halte ich dich nicht auf. Wenn Vater nur in die Wirklichkeit zurückkehren würde, könnte er mir so viel über den Wald von Lastra erzählen. Er wurde von den Tonsoldaten auf seinem Weg aus dem Wald angegriffen. Hm, okay. Aber mehr kriege ich jetzt von ihm nicht zu sagen. Juhu! Inbrünstige Ritterlichkeit, Loyalität gegenüber der Krone. Ich liebe Ritter. Sie sind bereit, alles zu opfern, um ihren König zu schützen. Diese Tonsoldaten sind von Seelen durchdrungen, musst du wissen. Die Seelen jener Ritter, die einst mit König Lutera beerdigt wurden, um genau zu sein. Der Eidstein, an dem sie Treue schworen, liegt nicht weit von hier. Aber ihm ist lange niemand mehr nahe gekommen. Es ist sehr gefährlich. Ich möchte ein Lied über eine Ritterin singen, die durch diese Tonsoldaten gehen und ein Blumenbouquet niederlegen kann. Ach du Scheiße. Romantik, Mut, Jugend. Naja, ob man jetzt 40 Jahre Jugend nennen kann, da bin ich mir noch nicht so sicher, aber okay. Sammle weiße Rosen, oh mein Gott. Und das mitten in so ein scheiß Questgebiet. Das ist aber in 30 Sekunden zu Ende. Lauf, 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 lauf. Ja, mach, 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 mach. Moment, ach so, ich muss das irgendwo niederlegen. Lauf, lauf. Sehr schön. Okay. Damit ist das Gebiet auch zu Ende. Sehr schön. Vor langer Zeit im Garten der Tonsoldaten. Oh, warte.
Ich meine, es ist noch nicht so lange her, aber du musst schon in Betracht ziehen, dass zukünftige Generationen es so singen werden. Ich mache daraus ein fantastisches Lied. Darauf kannst du dich freuen. Ja. Okay. Ach so, das gehört noch dazu. Moment. Besiege Tonsoldaten und sammle Reliktfragmente. Och nee. Das will ich aber nicht. Ich wollte in den Wald. Du bist so ein Tonsoldat, oder? Moment. Du bist ein Torwächter. Du bist so ein Tonsoldat. Was habe ich jetzt geöffnet? Hallo? Nein? Inventar aus? Ach, ich drück die... Ja, mach's nur nicht in die Richtung, wo ich gerade gezielt habe. So, stellt das Relikt wieder her. Wie stelle ich das denn wieder her? Achso, F5. Moment. Ah, okay. Ah, das war so blöd. Ich bin immer noch gedanklich bei Teso, beziehungsweise bei jedem anderen MMO und drücke immer noch die Tasten 1 bis 5, anstatt die angezeigt werden. Ah! Verflucht! Ich bin verflucht! Relikt? Das Relikt! Ich habe es verloren. Es ist das Relikt. Es ist Nahuns Relikt. Dank sei den Göttern. Ich wurde verschont. Ich danke dir so sehr. Bitte geh und gib dies Nahun zurück. Er ist beim Grab des Königs und bewacht es. Okay. Das Grab des Königs ist dann hier oben. Ich hoffe, das wird nicht wirklich sein Grab. So, da ich... Moment, das hatte ich freigeschaltet, ne? Da ich nicht wirklich viel Zeit habe, gehen wir jetzt ganz schnell hier rein. Ja, sonst würde ich ja nicht ja sagen. So, das Schlimme ist, ich muss in 10 Minuten meine Tochter abholen. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt vorher noch gemacht. Will ich wissen, was da rauskommt? Das sieht mir eher so aus, als ob ich zum Grab laufen kann und dann zurück alles Gegner kommen, oder? Wo ist hier noch? Hallo. Da ist noch einer. Nee, da sind noch drei. Ha! Okay. Hä? Moment. Ich war gerade am Überlegen, mit welcher Taste ich mich überhaupt heilen kann. In dem Moment kommen die. Ja, ich gebe zu, ich habe jetzt wieder etwas länger nicht mehr gespielt. Waren sie jetzt aber, oder? Ja, ich sehe nichts mehr. Also, keine Gegner mehr. Hier kann man aber nichts. Das leuchtet so komisch. Ich dachte, da kann man noch was einsammeln vielleicht. Es wäre schön, wenn ihr hier kommen würdet, wo ihr nicht von allen Seiten kommt. Nein, das sehen die so gar nicht ein. Okay. Spüre eine seltsame Energie. Oh, fuck.
Hinfort! Das ist die letzte Warnung. Ja, man sollte vielleicht auch auf die Angriffstaste drücken und nicht auf die Laufentaste. Okay. Gut, die waren okay. Das Siegel Luterras, ich habe es nicht mehr lesen können. Da rechts ist ein Mokosam. Komm ich da hin? Ja. Hier ist auch dummerweise noch ein Weg. Ja, ich habe schon geahnt, dass da jetzt auch noch einer ist. Also links kommt man nicht rum, ne? Oder doch? Moment, hier unten kann man auch noch. Oh, nee, Leute. Da ist auch noch einer. Hallo, bleib stehen. Ich hab doch keine Zeit für Mokosamen. Oh, das sieht auch noch schön aus. Ja, cool. Okay, ich hoffe, das waren jetzt alle hier drin. Ich kann es leider nirgendwo kontrollieren. Ach, da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Eigentlich müsste ich dann später nochmal hier rein und nochmal gucken. Weil bestimmt war vorne... Oh, hier ist auch noch was. Bestimmt war vorne auch noch irgendwas in der Richtung. Aber hier kann man nichts machen. Okay. Oh, wir sind erst am Anfang. Nein, 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 nein. Was muss ich jetzt für eine Nahhuhn? Ich werde nicht zulassen, dass du diesen Ort des Friedens und der Ruhe schändest. Oh, fuck, so einer. Hallo. Du sollst laufen. Und schießt die immer. Wieso schießt er das dahin, wo ich gar nicht bin? Oh, geh raus, geh raus! Nein, natürlich macht sie es nicht! Es wäre auch schön gewesen, wenn sie es dahin machen würde, wo ich hin möchte. Bis hierher und nicht weiter. Oh, jetzt haut der genau dann ab, wenn ich das mache. Ja, warum solltest du auch da bleiben? Dein Geist ist stark.
Deine Seele ist würdig, sich der Arche zu nähern. Nähere dich dem Seelenleuchtfeuer. Okay. Hier ist aber kein Mokisam oder so in der Nähe. Uraltes Buch. Nahuns Arbeitstagebuch. Der verstorbene großartige König Lutera entschloss sich, die 7 Teile der Arche mit ins Grab zu nehmen und so auf alle Zeiten zu versiegeln. Bauarbeiten von nie dagewesenen Umfang wurden ausgeführt und nach seinem Tod bewachte eine endlose Kette von Rittern sein Grab, um den Meister auch nach seinem Tod zu beschützen. Auch ich bin hier, um sein Grab mit meinem Leben zu verteidigen. Ich hoffe, dass der Besitzer der Arche auftauchen wird, so wie seine Majestät es gewollt hat, bevor wir alle uns in seelenlose Gespenster verwandeln. Nahum. Okay. Diese Laterne verfügt über eine enorme Kraft. Setze die Fähigkeit gegen deine Gegner ein. Okay, das... Oder wie denn? Seelenbindung mit Q, Licht der Läuterung mit W. Also Q und W. Ja. Probieren wir mal. Ich werde das Leuchtfeuer für dich entzünden. Folge dem Pfad des Lichts. Folge dem Licht. Okay. Nee, hier steht aber, sprich mit Nahun. Die Laterne wird Licht ins Dunkel bringen und dich zu König Lutheras Ruhestätte führen. Am Ende dieser Prüfung findest du, wonach du suchst. Okay. Also wir haben jetzt hier... Moment, wir haben jetzt hier 2 Sachen, wie wir darüber kommen können. Ich würde sagen, ich gehe mal... Bin mir nicht sicher. Ich gehe mal links rum vielleicht. Keine Ahnung. Ah, halt. Ich habe noch eine gefunden. Ja, komm, nimm. Wieso nimmt der das nicht mit G? Hallo? Nein. Du sollst das nehmen. Blöd Mann. Blöd Frau. Och komm, wieso ist das jetzt verbuggt? Na toll. Das ist doch scheiße. Den kann ich jetzt aber auch nicht mehr nehmen, hä? Ja, ich möchte es gerne aktivieren. Seitdem ich diese Lampe drin habe, kann ich nichts mehr aktivieren. Was ist das denn? Hallo? Okay. Das ist jetzt natürlich doof. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da nochmal neu starten muss. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, weshalb ich die Beere hier nicht nehmen kann. Kann ich die... Ja, ist ja okay. Das kotzt mich so an. Muss ich die jetzt immer ablegen, bevor ich eine Tür öffne? Das wäre jetzt selten dämlich. Ich gehe jetzt aber ohne Lampe... Nee, okay. Das ist jetzt irgendwie echt blöd gemacht, muss ich sagen. Besiege... Oh. Oh. Die sind cool. Also das Q ist nicht so gut, aber das W, das ist gut. Weil das macht die nämlich alle direkt platt.
Und das war gerade meine Erinnerung, dass ich zur Schule muss. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt komme ich hier natürlich nicht weiter. Geht hier rauf? Ich versuche das jetzt noch irgendwie relativ schnell hinzukriegen. Und hoffe, dass wir da jetzt keinen großen Endgegner oder sowas auf die Schnelle haben. Was ist das hier? Ja, aktivieren kann ich ja auch nicht, okay. Ach, das ist doch nervig, dass man das Ding dann jedes Mal fallen lassen muss. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich den Pfad hier aktiviert? Nee, oder? Muss ich die alle? Lösche das Feuer? Ah, nee, eins von drei. Ah, ja. Da muss ich doch alle machen. Okay. Ja, natürlich. Kommt doch alle her. Hallo. Welche Taste? Scheiße. Noch einer? Nee, ne? Ja, komm schon, komm schon. Ja, nimm es auf. Komm. Ah, ich hasse es, etwas unter Zeitdruck aufzunehmen. Zumal, nachdem dann die Erinnerung kam, ich höchstens noch 5 Minuten Karenzzeit habe. Ja, kommt doch jetzt erstmal alle raus hier. Das alle? Okay. Haben wir das Ding wieder? Ja. Teil 3. Sag mir jetzt bitte, dass das der letzte Teil ist. Entzünde das zweite Signal. Oh, ich schätze aber gerade heute muss das jetzt länger dauern, so wie es aussieht. Naja, das geht ja wieder nicht. Einen Pfad. Ich nehme jetzt mal den mittleren. In der Hoffnung, dass der... Nein. Komm, mach die Tür. Sag mir bitte, dass das jetzt irgendwie der Endgegner ist. Zerstöre den magieversiegelten... Achso, das ist der hier. Tschüss. Haha. Okay. Ich hätte vielleicht weitergehen sollen, wenn ich bereit bin. Okay. Komm, lauf, lauf, lauf. Wir müssen uns etwas beeilen. Entzünde das dritte Signal.
So, Leute, dann jetzt aber bitte schnell, weil, wie gesagt, ich muss mich ganz, ganz, ganz dolle beeilen gerade. Finde einen Weg zur Ruhestätte des Königs. Das könnte jetzt doch noch ein bisschen länger sein. Ja, es ist mal wieder typisch. Ich wollte eigentlich sagen, das sieht mir so aus, als ob das noch ein bisschen länger dauert. Und wie gesagt, ich habe im Moment absolut keine Zeit mehr. Ich hoffe, dass der hier jetzt speichert. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Wenn es doch nicht ganz so lange dauert, dann hänge ich das einfach noch mit hinten dran. Dann ist es für euch etwas länger von der Folge her. Aber ja, das Ganze ist dann zumindest zusammen. Ich verabschiede mich erstmal für heute, bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.